So, ich hoffe, das konntest du jetzt sehen. Das soll der Hallo heißen. Ich wollte mal ganz anders in die ganze Geschichte reingehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play von The Bard's Tale. Mit einer ganz anderen Begrüßung habe ich mir jetzt einfach mal so vorgenommen. Ich will jetzt immer das Gleiche sagen, ist doch ein bisschen lahm. Noch viel lahmer ist ja eigentlich, dass ich hier ja, wahrscheinlich schon direkt sterben werde beim Beginn. Ja. So, was haben wir heute vor? Hier in dieser Folge. Fakt ist eins, ich musste die Qualität erstmal von Full HD auf normales HD wieder runterstellen. Mit meinem DSL, was ich besitze, schaffe ich es einfach nicht. Immer die mit. Die großen Folgen dann hochladen. Das dauert einfach viel zu lange dann. Gut. Deswegen, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner so übel, dass es erstmal ein bisschen. Ich denke mal, aber wobei, wie gesagt, ich habe es ja schon mal erzählt, glaube ich, zwischen Full HD und einfach nur HD kann ich eh nicht unterscheiden bei mir auf dem Endgerät. Gut. Was haben wir vor? Was haben wir also nun vor? Wir gucken mal, wo die Geschichte hinführt, würde ich einfach sagen. Zumindest führt zu uns ein bisschen Richtung Westen. Oh. Ach du meine. Eieiei. Also das Gute ist echt, diese Bogenschützen, die wir da haben, wenn die nicht angegriffen wird, das wird sie aber gerade leider, dann hält sie uns die Mobs ganz gut vom Hals. Genau, indem sie die zurückschießt. Das ist eine ganz gute Sache. Wobei natürlich die Spinne mit der Stun-Fähigkeit auch nicht so verkehrt ist. Tritt sie wieder an die Knochen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht ran an den Fernkämpfer! Das war zu einfach. Haltet die Mobs von dem Fernkämpfer fern. So. Wir laufen einfach weiter. Wir laufen zum Zielpunkt. Ich weiß gar nicht so richtig, wann ich das. Ich hab massive Upload-Probleme. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Sollen wir hier reingehen? Warte mal, wir müssen den ja nur mitnehmen irgendwo hin. Hier sind wir falsch. Wohin müssen wir denn eigentlich jetzt mitnehmen, den Kumpel? Hier runter? Oh, was sehe ich denn da? Da steht. Der Bade musste McGrath nach Downby bringen. Wir wollen nach Downby. Aber ist nicht Downby hier? Ach so, das habe ich jetzt falsch gemacht. Okay, erstmal wurde ich angegriffen. Das haben wir jetzt auch falsch gemacht. Ich bin da gerade aus Downby raus. Achso, wir hätten vielleicht nach Downby statt 1 gehen müssen. Oh, was ist denn jetzt los? Und das ist aber für seltsame Kreaturen. Lass uns nicht weg. Okay, wir nehmen die Spinne nochmal mit. Aber nicht nur die, wir brauchen auch noch Hilfe von der Rolle. Und dann. Das Problem, dass wir keinen Mana mehr haben. Sind doch erst so gut hier, diese Freaks. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass wir bisher gar nicht sonderlich viel leveln mussten, dann ist dieser eine Kampf jetzt mal hier so extra nebenbei gar nicht so schlimm. Gab ja auch früher Spiele, da musste man stundenlang auf der Map rumlaufen und kämpfen, damit man einfach den nächsten Bossfight annähernd bestehen konnte. Gut, also das ist Downby Stadt hier. Wir gehen also nach Downby zurück. Aber dann frage ich mich, warum das Ziel da ist. Ich laufe mal schnell durch. Ich hoffe mal, ich werde nicht wieder aufgehalten und gekillt. Wir laufen mal schnell rüber.
nach Downbeat statt 1. Und McGrath läuft uns hier offensichtlich hinterher. Irgendeiner wurde jedenfalls gerade aufgehalten da oben. Ich hoffe nicht, dass das McGrath ist. Da haben wir jetzt statt 1. Ja, ja, Schröder heilt. Okay, das scheint McGrath zu sein, der da oben liegt, denn... Ne, der läuft hier durch, ja. Gut. Hier ist es Down. Was? Ich begreife das jetzt wohl nicht. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Hä? Der Bade musste McGrath nach Downby bringen, wo du den hoffentlich das Geheimnis seine seltsame Sprache hattest. Aber das hatten wir doch jetzt schon. Jetzt ist es, jetzt stehe ich gerade ein bisschen ratlos da. Hätte ich vielleicht nochmal in die alte Folge reinschauen sollen, die ich ja gerade erst gespielt habe. Das ist ja... Wir hatten doch einen Dialog schon mit dem... Verständigen. Wie kommen wir denn jetzt? Tja, wie kommen wir denn jetzt da? Ich verstehe das jetzt gerade mal nicht. Hier, was ist das hier gleich nochmal? Was war das? In der Taverne war das doch nicht. Mist, ey, die Schrulle. Hör auf, hör auf. Hier ist eine Hilfe da hinten. Da unten scheint mir Grass zu liegen. Was nicht so stimmt, das spawnt uns, glaube ich, hinterher. Die Schrulle ist schon wieder gefallen. Wir laufen einfach mal durch. Ach, gut, wir laufen nicht durch. Lauf doch mal, lauf doch mal. McGrath scheint hinter uns zu sein. Zum Verlassen drücken wir hier. So wissen wir hier draußen. Gucken wir mal hier. Gehen wir da rein. Greenlands südliche Ebenen. Mal auch mitten rein, ich guck mal, was hier noch groß. Warte, dass wir hier schon alles. Ja, ja, es sind wieder die Bäume. Ach, genau, die ja hier. Die kämpfen ja eh schon gegeneinander so ein bisschen. Wir laufen einfach weiter durch. Da ist zwar jetzt kein Zielpunkt da drüben, das bin ich ein bisschen durcheinander, muss ich ganz gerade ganz ehrlich sagen. Stellen sich mir so ein paar Fragen, die ich mir selbst nicht beantworten kann. Jetzt kommen wir in die Greenlands. Aha, da unten ist das Ziel, okay. Gut. Wir singen nochmal ein Lied, und zwar brauchen wir mal ein bisschen ritterliche Hilfe. Gut. Da
da runter müssen wir mit McGrath. Da unten, ach so, der soll uns wahrscheinlich da unten, dann ist ja dieser Friedhof, glaube ich. Da soll uns McGrath wahrscheinlich vorlesen, was auf diesem. Gut, was auf dem Schild steht, konnten wir ja schon lesen, aber er soll uns wahrscheinlich die Bedeutungen sagen. Ich glaube, die Rotschöpfe sind die Steuerin. Die Rote trinken. Kämpfen uns von oben nach unten durch. Wir können wieder aufsteigen. Hat sich doch für irgendwas gelohnt. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Bahn, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Gut, nehmen wir das mal mit. So. Zum Mittlerweile sollten wir auch nicht mehr so schnell sterben. Ich denke mal, so weit wird es gar nicht mehr gehen. Irgendwie müssen wir schon Richtung Ende des Spiels unterwegs sein, wenn ich das hier so einschätze. Da wir gar nicht mehr so viel leveln können. Oh. Ohne Schrull ist neu. Ich glaube, die haben sich die Hose gerade wieder weg. Gut. Ich hoffe ja, dass der Sound ist hier ein bisschen passt. Ich habe das Mikrofon-Gain auf 6 Dezibel runtergeschraubt, damit ich nicht so übersteuernd wirke. Musste natürlich jetzt auch nochmal die In-Game-Sound-Lautstärke ein bisschen anpassen. Ich hoffe, dass ich verständlich bin. Ansonsten, dann wird es bei der nächsten Folge so sein. Dann werde ich das gleich nach der Aufzeichnung merken, dass das ein 0,nix-Beitrag. Hat eben noch gesagt, wir werden nicht mehr sterben, wir haben jetzt Vitalität gesteigert. Und zack, da war es schon fast geschehen. Schrull, schrull, schrull. McGrath, da unten ist das Ziel, da wollen wir hin. Und dann schauen wir mal, was ist hier. Aha, wir sind da mit McGrath zusammen und schon passiert hier was. Fendi Endo, Schlüppedin, Fendi de Schottlocks. Das ist also der Ort, von dem du mit ihr gesprochen hast. Ich muss demnach nicht weiter machen, als in die Dunkelheit zu steigen. Gott weiß, was alles zurückzuschlagen und dabei zufällig über die Schattenachse zu stolpern. Na klar. Wer ist das Glück, Jung? Wer spreng frei von der Runde oder von Schottenlocks ist Öris? Klar doch. Keine Ahnung, was das jetzt war. Das muss ich mir nochmal anschauen, um das zu verstehen, glaube ich. Ah. Eine Armee aus untoten Skeletten. Ich glaube, der hat ihm doch drüber gesprochen. Der hat ihm sowas gesagt. Dutzende Bösewichte warten auf uns. Aber hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube, hier waren wir das schon. Da hatten wir schon mal ein paar Kraft gemacht. Hier an diesem Punkt. Wo ist denn eigentlich die Sprünge im Moment? Die steht hier da oben. Die wird aber scheinbar nicht angegriffen. Und wir werfen sie. Was los? Jetzt ist er gefallen. Gut, jetzt können wir hier rein. Wir nehmen noch mal die Spinne mit. Und auch den Ritter. Wir speichern mal schnell ab. So. Segele Dügelsche. Drückt hier, um einzutreten in Greenlands Gewölbe.
Und so einfach geht's wohl doch nicht. Ach. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die damit gerade gesungen, dass es hier über dieses Rollback was zu sagen gibt, nämlich, dass wir beim Eintreten unsere Magie verlieren. Wir werden hier unten also magielos sein, haben die gerade gesagt. Ich weiß allerdings nicht, ob das von... Die haben von einem Castle gesungen. Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass die damit diesen Bereich hier unten meinen. Das ist damit also gemeint. Außerdem, wenn wir auf die Axt treffen, werden wir wohl... Dann haben die was gesagt, unser Blut wird da durchfließen. Ich habe es richtig nicht verstanden, was das jetzt bedeuten sollte. Auf jeden Fall, das wird auch nicht so einfach gehen, uns die Axt zu greifen. Gut. Na dann, wir sind ohne Magie auf uns alleine gestellt. Das heißt, es war an dieser Stelle also doof, Rhythmusgefühl so hoch gesteigert zu haben. Da wir jetzt im Moment auf gutes Gefühl gar nicht bauen können. Na gut, aber wir haben ja auch Vitalität und Stärke gesteigert. Aufs Maximum. Charisma wird uns hier unten auch nicht helfen. Naja, und Geschick durch Bogenschießen. Ja, weiß nicht. Wir sind ja nun mal kein Bogenschütze. Gibt es denn hier was zu holen in diesem kleinen? Nicht. Keine Kiste, kein nix. So, na dann. Schauen wir uns das später an. Ich würde sagen, jetzt machen wir schon wieder die erste Aufnahmepause. Die Zeit sollte schon wieder fast rum sein. Damit die Dateien auch nicht so groß werden, dann dauert es eben noch ein bisschen länger. Was soll's. Also, wenn du möchtest, dann begleite mich doch einfach gern bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.